Jetzt wird's wieder eklig, denn wir werden kurz über Herzgebrochen, Liebeskummer reden, es versuchen zu ergründen und wie man das schon im Vorfeld vermeiden kann. Warum tut es denn so weh, wenn einem das Herz gebrochen wird? Also das Herz wird einem ja primär gebrochen. Situation 1, man kann mit der Person nicht zusammen sein, mit der man gern zusammen sein wollen würde, weil die andere Person das halt nicht will. Oder Situation 2, eine Beziehung geht auseinander, von der man sich sehr, sehr viel erhofft hat. In diesen beiden Situationen hat man ein gebrochenes Herz in der Regel. Und warum tut es so weh? Ich habe festgestellt, man fragt sich das eigentlich nicht mal selber, warum das eigentlich so weh tut. Was sollte man mal tun? Dann wird man darauf kommen. Es tut so weh, weil man sich eine Zukunft ausgemalt hat, es irgendwie als perfekt empfand, mit dieser Person zusammen zu sein. Und wenn das dann mit der Person nichts wird oder nichts mehr wird, dann bricht dieses ganze Gebäude, was man im Kopf hat, zusammen. Es war immer ein schöner Gedanke, an die Zukunft zu denken. Es war immer ein schöner Gedanke, dass man wissen konnte, okay, man wird mit dieser Person noch so viel Schönes erleben, noch so viel teilen. Man weiß, dass die Person da ist und einem zwangsläufig das geben wird, was man sich von einer Beziehung oder von der Liebe erhofft. Und dann plötzlich, wenn die Realität um die Ecke kommt und die Realität einem mitteilt, dass das mit der Person nichts wird, dann bricht alles zusammen. Und das ist es, was so weh tut. Man könnte es auch Enttäuschung nennen. Weil man Dinge erwartet hat, die niemals mehr eintreffen werden und die man sich vielleicht mehr als alles andere in der Welt gewünscht hat. Und deswegen ist man erstmal zerknautscht und hat erstmal keine Lust auf gar nichts mehr, ist vielleicht tagelang appetitlos. Das, was einem früher gefallen hat, reizt einen nicht mehr, einfach weil dieses große Ding, was da immer im Kopf war und in das man auch Zeit und positive Energie gesteckt hat, um dieses Gedankengebäude aufzubauen. Also dieses Gebäude, was alles mit dieser Person sein könnte und sein würde und worauf man hofft. Und wenn das weg ist, ist einfach so ein riesiger Teil vom Leben weg, dass einen das andere gar nicht reizt, weil das, was einem quasi mit am meisten gereizt hat, ist plötzlich nicht mehr da. So viel zur Ergründung. Und die große Herausforderung ist, dass man sein Leben, besonders sein Beziehungsleben, so gestaltet, dass dieses Riesengebäude nicht existiert. Weil wenn es nicht existiert, dann kann es auch nicht zusammenbrechen. Sei ein Realist. Du musst bedauerlicherweise dich mit dem Gedanken anfreunden, dich mit dem Gedanken vertraut machen, dass das, was die andere Person jetzt für dich empfinden mag oder für dich empfinden könnte, falls du es noch nicht weißt, dass das eines Tages weg ist oder dass das für sie vielleicht, also für die Person, wir sind ja hier geschlechtsneutral, ist egal, ob Mann, Frau, Frau, Mann. Oder dass das, was du gedacht hast, dass sie für dich empfinden könnte, nie existiert hat. Ich würde gerne mit dieser Person mein Leben verbringen. Doch ich weiß, dass ich diese Person dazu entscheiden könnte, mit wem anders ihr Leben verbringen zu wollen. Das ist ein Gedanke, der sehr schmerzhaft ist, wenn man in eine Person verliebt ist oder wenn man eine Person liebt. Aber
Das muss man sich vergegenwärtigen. Verlust, Angst überwinden. Man bezeichnet starke Verlustangst auch als Klammer. Welch Fachbegriff, Klammer. Was tun denn Menschen, die Klammer? Die haben immer und ständig Angst, dass die Liebe auseinanderbrechen kann. Und deswegen versuchen sie all das, um die Person ganz für sich zu vereinnahmen und ihr möglichst wenig Freiheiten zu lassen, dass diese Person gar nicht erst in Situationen kommen könnte, in die sie dazu verleiten könnten, die Beziehung aufzugeben. Und ja, man weiß es, dadurch erreicht man genau das Gegenteil, weil die andere Person wird sich dann so eingeengt fühlen, dass sie gar keine Lust mehr auf die Beziehung hat. Aber im Endeffekt sprechen wir hier davon, dass es da eine Person nicht gelernt hat, seine Verlustangst zu überwinden. Zitat: Ich liebe diese Person so sehr, ich kann mir kein Leben mehr ohne sie vorstellen. Oder ich liebe diese Person so sehr, ich muss einfach mit ihr mein Leben verbringen. Oder das größte Extrem, ich liebe diese Person so sehr, wenn sie nicht mehr ist, will ich auch nicht mehr leben. Eigentlich schöne Gedanken, aber die tun dir nicht gut. Deshalb solltest du alles daran setzen, diese Gedanken zu vermeiden. Und so traurig es klingt, wenn es da eine perfekte Person in deinem Leben gibt, dann kannst du dir schon zeigen, dass du diese Person begehrst. Aber du solltest dich emotional nicht so sehr darauf einlassen, dass du dein Leben von ihr abhängig machst. Niemals, unter keinen Umständen. Weil du magst auf diese Person Rücksicht nehmen. Jetzt kommt die große Erkenntnis, aber diese Person wird keine Rücksicht auf dich nehmen. Also wir stellen uns eine Frau vor, die durchschnittlich attraktiv ist und sie ist mit einem zusammen und sie denkt, das ist ihr Trauma. Mit dem muss sie unbedingt zusammenbleiben und sie ist super glücklich mit ihm. Und ihr Freund, sagen wir mal, die spielen so in der gleichen Liga, beide durchschnittlich aussehen, passen eigentlich ganz gut zusammen. Und er lernt plötzlich eine kennen, die viel besser zu ihm passt. Also die ihn dann auch mehr reizt, die mehr gemeinsame Gedanken haben, vielleicht mehr Hobbys teilen, ähnliche Vorstellungen haben, wie zum Beispiel ein cooler Morgen nach dem Ausschlafen aussieht. Und es ist doch klar, dass sich dann dieser Mann denkt, ich glaube, ich sollte mit dieser anderen Person zusammen sein. Weil die reizt mich viel mehr. Ich empfinde da viel mehr Verliebtsein, viel mehr Gefühle wie für meine jetzige Freundin. Das ist ein ganz normaler Prozess, so traurig er auch ist. Und natürlich wird die Frau, die gerade in einer Beziehung mit ihm ist, für sie wird die Welt zusammenbrechen, weil der war es halt einfach für sie. Aber so ist das halt. Es gibt einen Spruch, den mir mein Arbeitskollege vor Jahren erzählt hat. Und ich habe den nicht vergessen, weil es ist einfach so viel Wahres dran. Du kannst dir aussuchen, welches Hobby du hast. Du kannst dir aussuchen, welchen Pulli du trägst.
kannst dir aussuchen, wo du in Urlaub hinfährst, du kannst dir aussuchen, wo du arbeitest, aber du kannst dir nicht aussuchen, in wen du dich verliebst. In den USA gibt es einen Spruch, der heißt, Attraction is no chance. Das heißt, Anziehungskraft ist nicht etwas, was man direkt beeinflussen könnte. Das verbirgt sich hinter diesem Spruch. Das ist was, was einfach passiert. Und wenn du dich also nur mit dem Gedanken anfreundest, dass all deine Gefühle, die du für eine Person gerade haben magst, etwas nicht Ewiges sind. Wenn sie ewig sind, umso besser, aber sie werden höchstwahrscheinlich etwas nicht Ewiges sein. Wenn du einfach mit diesem Realismus rangehst. Wenn du zum Beispiel zu dieser Person sagst, wenn ihr mal zusammen seid, ich liebe dich und ich kann mir vorstellen, das auch noch mein ganzes Leben lang zu tun. Und ich würde es mir auch wünschen, aber ich weiß, dass es eventuell nicht so kommt. Dann ist es was ganz anderes, als wenn du sagst, ich liebe dich und ohne dich kann ich nicht mehr leben. Und bitte lass uns gegenseitig versprechen, uns nie zu verlassen. Ja klar ist das super schön und das war ja ursprünglich mal der Sinn der Ehe, dass man sich dieses Eheversprechen gegeben hat. Und hey, wie gesagt, es ist ja super cool, wenn es klappt, aber Freunde der Nacht, es klappt halt nicht. Ich würde mir sehr wünschen, dass das klappen würde. Dass man den perfekten Partner findet, so Topf und Deckel. Und dann bleibt man Leben lang zusammen, aber hey, so ist es nicht. Man muss lernen, mit Liebeskummer umzugehen und es wird einem im Leben das Herz gebrochen. Und deswegen gibt es dieses Video, wie man einfacher damit umgehen kann. Also, wir wenden also diesen Realismus an. Und es gibt da die Begrifflichkeit des emotional sich auf etwas einlassen. Moment. Die Begrifflichkeit des emotional sich auf etwas einlassens. Was sich dahinter verbirgt ist, man öffnet sich komplett. Und also man öffnet sich komplett und die andere Person öffnet sich hoffentlich auch. Und dann wird man so stark emotional verbunden, dass man so sehr aneinander haftet, wie so wie ein Klettverschluss, dass allein schon diese Tatsache endlos wehtun wird, wenn das mal wieder auseinandergeht. Deswegen sollte man sich auch bei so emotionalen Öffnungen vergegenwärtigen. Es ist gerade schön, wie es jetzt ist. Und man darf sich auch wünschen, dass es ewig hält, aber man darf nicht auf den Gedanken bauen, dass es ewig hält. Man darf nicht damit rechnen und man darf nicht davon ausgehen. Es gibt da noch einen Spruch, der mich in meinem Leben geprägt hat. Das ist mir mal eingefallen, als ich so mein Leben reflektiert habe. Du sollst auf jeden Menschen Rücksicht nehmen. Auf jeden. Auf deine Geschwister und auf deine Freunde und auf deinen Partner. Auf alle sollst du Rücksicht nehmen. Und das kannst du nicht sagen und das kannst du nicht machen und da kann man sich ja mal zurücknehmen. Und ja, da kann man ja auch mal mitgehen, auch wenn man nicht so Lust drauf hat. Also du sollst auf jeden Menschen Rücksicht nehmen. Du musst auf jeden Menschen angeblich Rücksicht nehmen. Aber auf dich nimmt niemand Rücksicht. Das ist die bittere Realität. Ja klar nehmen die anderen auch in gewisser Art und Weise Rücksicht auf dich. Aber die anderen, die sind auch oft genug egoistisch. Deswegen dieses Gutmenschtum, ja, ich bin immer gut zu anderen, aber sie sind nicht so gut zu mir, ist die logische Konsequenz.
Das ist klar, ne? Jetzt wird's wieder konkret. Jedes Mal, wenn du etwas tust, was du eigentlich nicht tun wolltest, dem anderen Menschen zuliebe, opferst du ein Stück von dir selbst. Und es wird sich anfühlen, als hättest du richtig was rein investiert. Das kann man mal machen, aber ich empfehle dir, mit solchen Dingen ganz offen umzugehen und bewusst darauf zu verzichten. Weil es wird dir niemand danken. Und wenn dann dein Hals gebrochen ist, dann wirst du dir sagen, oh nein, und ich musste diesen fruchtbaren Urlaub in den Alpen mitmachen, obwohl ich gar nicht auf Berge stehe, aber sie unbedingt. Und oh Gott, wir waren zusammen Skifahren, obwohl ich Skifahren hasse und ich hab's nur ihr zuliebe gemacht, oder dem Partner zuliebe, je nachdem. Und deswegen tu nichts, was für dich eine wirkliche Anstrengung ist. Wenn du das tust, mach das wirklich in ausgewählten Momenten. Das hat nichts mit Egoismus zu tun. Das hat zum einen etwas mit Selbstschutz zu tun und zum anderen, dass du dein Leben nicht aufgibst. Weil es ist ja klar, wenn du dein Leben für eine Person aufgegeben hast und Leben besteht nun mal aus so kleinen Dingen wie kleine Dinge wie, wo fahre ich hin, was lese ich, wie verbringe ich meine Freizeit, wo wohne ich. Wenn du diese Dinge aufgibst oder dich in diesen Dingen nach einem anderen Menschen richtest, gibst du dein Leben auf. Und wenn du dein Leben für einen Menschen aufgegeben hast, dann weißt du aber, warum es dir so wehtun wird, wenn das plötzlich nicht mehr ist, weil du hast dein Leben für diesen Menschen aufgegeben. Man erwartet, dass die andere Person einen so zurückliebt, wie man sie selbst liebt. Und das ist die Ursache für sehr, sehr viel Schmerz. Es tut natürlich weh, wenn man eine Person auf eine gewisse Art und Weise liebt und auch meint, ihr das zu zeigen, von ihr erwartet, dass was zurückkommt und dann kommt es nicht zurück. Deswegen einfache Lösung. Die Erwartungen sind die falschen. Man kann sich das wünschen. Man darf das sehr schön finden, wenn was zurückkommt. Aber es zu erwarten, geht zu weit. Erwarte es nicht, weil es macht dich traurig und wird dir das Herz brechen. Stell dir mal eine Situation vor, wo du dem Menschen, den du liebst oder in den du verliebt bist, sagst, ich stehe total auf dich, ich bin in dich verliebt. Was erwartest du dann? Ja, dass er oder sie das Gleiche zu dir sagt. Ja, was würde auch passieren, wenn du es nicht erwartest? Wenn du sagst, was dir schon seit langem mal sagen wollte, ich stehe total auf dich, ich bin in dich verliebt. Und es ist mir eigentlich egal, wie du drüber denkst, weil das ist deine Sache. Ich wollte nur mal gesagt haben, dass ich das für dich empfinde. Das heißt nicht, dass du besessen von der Person bist, dass du klammerst, sondern du hast eine einfache Emotion weitergegeben. Dann hör auf zu hoffen, dass es zurückkommt. Und wenn es zurückkommt, dann ist es sehr schön. Und wenn es nicht zurückkommt, dann bist du leider so krass nüchtern, zu sagen, nee, ich hab's ja eh nicht erwartet. Hey, das ist das Leben, dass du auf eine Person stehst, die nicht auf dich steht, dass du eine Person verliebt bist, die nicht in dich verliebt ist. So läuft der Hase. Und es ist doch gut, wenn man sich nicht innerlich so selbst verleugnet, sondern dazu steht, dass man diese Gefühle hat, dass man damit umgehen kann, dass man nicht gleich so zu einem schnulzigen Trauerkanister wird, wenn man einer Person sagt, dass man sie begehrt. Hat doch was, oder?
wenn man so zu seinen Gefühlen stehen kann. Okay, ich hoffe, das hilft dir. Ich hoffe, das macht dich glücklicher. Und lässt dich einfach besser durchs Leben kommen. Mir hilft's. Bis nächstes Mal.